Und wir spielen natürlich mit Ihnen eine Runde Ach was. Und da geht es um Pflanzenkunde. Und wem trauen Sie da mehr zu? Peter oder Margitta von Peter? Da weiß ich zum Beispiel, dass er Fußballschiedsrichter in der Kreisliga in Leverkusen ist. Hat er Ahnung von Pflanzenkunde oder doch mehr Margitta? Sie entscheiden. Hier kommt Ach was. Heute ist Umtopfen angesagt, denn meine Zimmerpflanze braucht dringend neue Blumenerde. Und da ist jetzt genau die Zeit dafür, denn die Zimmerpflanzen sollten am besten im Frühling umgetopft werden. Peter, damit liegst du leider falsch. Mit dem Umtopfen solltest du dir noch Zeit lassen, denn für Zimmerpflanzen gilt, die beste Jahreszeit zum Umtopfen ist der Herbst. Dann haben die Pflanzen nämlich über den Winter die Zeit, die neuen Nährstoffe aus der Erde aufzunehmen. Machst du das Ganze erst im Frühjahr, ist es leider schon zu spät. Die Pflanzen haben keine Chance mehr, die neuen Nährstoffe zu verarbeiten. Ja, wann ist jetzt die beste Zeit zum Umtopfen? Neue Nährstoffe zu verarbeiten. Wer immer jetzt in der Leitung ist, ganz kurz den Ton schon mal ausdrehen am Fernseher und einfach hier mitverfolgen. Wann sollte man in der Regel Zimmerpflanzen umtopfen? Dann bekommen Sie und alle Zuschauer zu Hause nämlich auch alles 1:1 mit. Hat Peter recht, er sagt im Frühling, weil sie dann für ihren Stoffwechsel neue Erde brauchen. Oder hat Margarita recht, die sagt im Herbst, erst dann, weil die Erde dann ausgelaugt ist. Herr Pritzek in Oldenburg, sind Sie's? Weil die Erde dann ausgelaugt ist. Ja, Herr Pritzek, Sie haben den Ton noch nicht leise gestellt. Ja. Jawohl. Hallo. Stellen Sie mal ganz schnell Ihren Ton im Fernseher leise. Und zwar ganz leise. Aus. Weil sonst hören wir alles doppelt und dreifach hier bei uns im Studio. Und das ist kein großes Vergnügen. Herr Pritzek, sind Sie wieder da? Ja. Jetzt ist gut. Jetzt verstehe ich Sie. In Oldenburg vermute ich, oder? Oldenburg in Oldenburg, ja. Ja. Jetzt die Frage. Ich sage, die Margarita hat recht. Margarita, Sie sagt im Herbst, dann Zimmerpflanzen umtopfen. Ja. Haben wir eingeloggt, ist gelb. Die Antwort kommt von Peter. Und den Fernseher schön leise lassen. Zimmerpflanzen sollte man im Frühling umtopfen. Ich hatte also recht. Denn die meisten Zimmerpflanzen fahren ihren Stoffwechsel im Winter herunter und befinden sich in einer sogenannten Vegetationspause. In dieser Zeit benötigen sie weniger Nährstoffe. Deshalb macht es auch keinen Sinn, sie im Herbst umzutopfen. Im Frühling, wenn die Pflanzen ihren Stoffwechsel wieder hochfahren und anfangen zu wachsen, benötigen sie neue Blumenerde und Nährstoffe. Also sollten sie dann auch umgetopft werden. Übrigens, wenn Sie Ihr Raumklima zu Hause verbessern wollen, nutzen Sie Pflanzen mit großen Blättern. Umso größer die Blätter, umso besser das Raumklima. Herr Pritzek, das Motto heißt, wieder was gelernt, oder? Ja, genau. Ja, wieder was gelernt. Ja, tut mir leid, aber es ist tatsächlich so, wie Peter sagt, im Frühling ist die beste Zeit dafür zum Umtopfen. Und Sie gehen natürlich trotzdem nicht leer aus, sondern bekommen unser ARD-Buffet-Messer. Ist das okay für Sie? Ja, ist okay für mich. Prima, danke. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß. Und jetzt können Sie den Ton auch gerne wieder so laut drehen, wie Sie mögen, am Fernseher. Tschüss, tschüss nach Oldenburg.